Sowas stelle ich mir mit GTA vor. Wäre doch bestimmt derbe witzig. Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu Ich fahre einer Folge Rocket League. Mit dem Hurensohn. Hurensohn. Machst du Walla, schneid das raus, Junge. Wir spielen wieder eine Runde Ranked. Digga, da hat man gerade schon wieder deine geile Tonspur, sag ich schon, deine geile Boostspur gesehen. Oh, diese Tarnung, ne? Ich finde deine, ja, Tarnung und Boost, Digga. Wie viel Geld hast du in die Spiele investiert? Boah, frag mich ja nicht, Ja, da hat er richtig Angst vor der Antwort. Naja, ich bin dafür. So, Leute, gut. Aufgabe für die Kommentarschreiber. Schreibt bitte mal alle in die Kommentare, schätzt mal, wie viel Geld er schon in dieses Spiel investiert hat, und Dominik da guckt dann mal nach, ja? Schon gehießen hat, 150 Euro Auto. Scheiße. Das ist ein kleiner Tipp. Ja, aber warum gibst du so viel Geld für dieses Spiel aus und bist so scheiße? Das frage ich mich gerade mal. Ja. Das fragst du dich selbst, ne? Egal, der kommt gut. Der hat den gerade das Tor nicht getroffen. Oh fuck, war der scheiße, Alter. Bitte verbrenn mich. Ich hab wieder nicht ins Tor getroffen. Schönes Ding. Ja, ich wäre Backup gewesen. Brah. Leute, vergesst nicht, schönen Saft trinken. Ja, weil das meiste Geld in die Kisten-Openings geflossen. Ja, ist ja bei Counter-Strike und mir nichts anderes, ja, ne? Ist einfach so. Okay, ich fahr nochmal. Anders wird. Ich hoffe, ich komme endlich mal weiter hoch als Gold 1, ey. Da hab ich langsam keinen Bock mehr drauf. Gold 3 oder so. Also Gold 3 war mein höchstes bis jetzt. Ja, das ist ja ganz nice eigentlich. Ja, aber ich will nicht blau werden. Blau, ja? Willst du zum Rocketeer werden? Das auch. Immer blau ist, aber blau wäre schon ganz schön. Dann Rising Star? Rising Star. Ja, das sind die Dinger. Das können wir ja gerne mal zusammen versuchen. Wir können ja mal so eine Serie machen. Uiuiui. Digga, meiner! Du Hundesohn! Meiner! Warte, sorry. Also ihr könnt den Chat ja nicht sehen, ne? Das ist auch gar nicht mal so schlecht, dass ich die Kamera direkt vor dem Chat habe, weil dann sehen die Leute immer nicht, wenn ich flame. Ja. du fährst. Entschuldigung. Jo, meiner. Schön mal wieder mit dir aufzunehmen. Ich hoffe, wir schaffen es die Tage nochmal, mit Topra wieder eine Runde GTA 5 aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall chillig. Hast du eigentlich gelesen, was Topra unter meinem Video kommentiert hat? Wo er meinte, ich war so tilted und ja, keiner hat's gemerkt. Ich hab's richtig gemerkt, weil er so ruhig war, er war so aggressiv, und wenn du ihn angesprochen hast, Aber war richtig witzig, die Runde. Müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, wenn wir mal wieder zusammenkommen. Ja. Oh, lol. GG. Easy. Wir haben echt schon gute Gegner gezogen beim ersten. Ja, ich würde mal sagen, super duper. Wenn ich das mit der letzten Folge von mir vergleiche, wo die irgendwie so 10 Minuten ging, diese Runde. Ja, das war schon ein bisschen nett, ja. Aber diesmal ist ja... Passt ja vollkommen. Ja, aber vielleicht kommen die auch noch zurück. Ja, jetzt gut, 3 Minuten haben sie noch, ne? GTA. Ich kann auch nochmal andere Modi nochmal ausprobieren. Ja, natürlich, deswegen. Der Patch kam ja auch. Der Patch kam ja auch gestern. Ja, der Patch war aber ziemlich bescheiden. Alle rennen schon durch. Oh, ach, sorry. Meiner Arschgesicht. Ich hab dich erwischt. War so richtig. Ach, alles gut. Ich bin ja so rund wie ein Ball. Oh, voll lol. Voll lol. Digga, ich krieg einen Drehwurm hier, ne? Ach, shit. Aua. Ach fuck, ich dachte, ich kann ihn noch abfangen. Wie sowas? Also gut, nee, sag lieber nicht, ob es bescheiden war. Wir können ja gerne mal demnächst den Patch uns mal gemeinsam in einem Video angucken und nicht in einem Livestream. Ich hab alle Rennen gespielt, aber ich bin halt, gewöhnt, die Custom-Rennen zu fahren, so, ne? Ja, aber die neuen Stunt-Rennen sollen ja doch ganz witzig sein mit den neuen Autos. Witzig sind die auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nicht zu einer größeren Gruppe spielt. Ich habe die leider nur zu wenigen Leuten gespielt. Ja, dann suchen wir uns noch ein paar Leute. Oh, der kommt gut. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein, leider. Ich war mir fast schon bewusst. Aber ja, jetzt... Na, oh, wo kam der denn her, Alter? Flash! Konter von dem. Ja, geht eh nicht rein. Doch, der geht rein. Der geht nicht rein, hab ich gesagt. Nicht reinmacht, ey. Kannst du mich nicht hören? Ich höre dich nicht. Ja, ja. Das war so witzig letztes Mal. Oh, ich glaube, mein Akku vom Headset ist... Oh, hallo? Hallo? Upsala. Ja, diesmal habe ich das Kabel drin stecken. Diesmal kann es nicht passieren. Witzig wäre es, wenn es in deiner eigenen Aufnahme passiert.
Dann können die Leute können mich ja immer noch hören, weil ich ja nicht über das Headset-Mikro spreche. Ja, aber und die Leute können auch mich hören, aber du kannst mich nicht hören. Ich kann dich nicht hören, genau. Mein Gott, was mach ich denn da? Freue ich mich auch gerade, ich dachte, ich mache jetzt hier irgendwie irgendeine Kacke. Okay, habe ich. Wenn mir wegkommt, ist alles gut. Ja, dabei kommt immer weg. Hat's geleckt? Bei mir nicht. Ja, ich habe immer diese komischen... Was machen eigentlich deine Ping-Lags von letztem Mal? Ja, die sind immer noch da. Oh, lol. Ja, gut, der Ball mochte mich nicht. Wie gesagt, ein GTA-Video zu dem neuen Patch kommt dann einfach nochmal demnächst. Und ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie schwer es ist, einen vernünftigen GTA 5 Streamer zu finden? Nicht Streamer, YouTuber zu finden? Ich habe mal geguckt so ein bisschen. Und wenn du mal so das sortierst nach Upload-Zeit, ne? Es kommt nur GTA, Unlimited Money, Glitch hier, Glitch da, Custom Glitch, Customizing, Shit, Bitch. Digga, kein einziger vernünftiger GTA-YouTuber ist auf dieser Welt. Ah, sorry. Okay. Ich hab schon ein paar. Ja, alle in der Liste, aber die machen halt manche machen auch kein GTA mehr oder so. Das ist ja völlig egal, aber die können ja gerne mal eine Runde mitmachen. Also, wäre cool, wenn wir da vielleicht mal ein paar Leute mit Topra zusammen finden. Hi. Womit wir dann so eine witzige Runde machen, wie halt, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Uwe und Monte und so, ne, mit dieser Mario Kart Crew. Sowas stelle ich mir mit GTA vor, wäre doch bestimmt derbe witzig. Ja, wäre ganz, ganz nice. Gut. Ich denke mal, das war eine kurze, knappe, witzige Runde. Falls euch die Runde gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Guckt auf jeden Fall bei Dominik vorbei. Und auf das Dorf einmal so. In diesem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.